Hallo, ich zeige euch heute, wie man die Spannung U ausrechnet, mit Hilfe vom Ohmschen Gesetz. Das sagt aus, dass U R mal I ist. Das heißt, die Spannung ist der Widerstand mal die Stromstärke. Die Einheit für die Spannung ist V, also Volt. Für den Widerstand ist die Einheit Ohm. Ein Ohm sind auch ein Volt durch Ampere. Die Einheit für die Stromstärke ist Ampere, also A. Mit Hilfe eines Beispieles, das ich hier vorbereitet habe, will ich das euch näher bringen. Gegeben ist R 15 Ohm, I 0,2 Ampere und gesucht ist U. In der Einheit V, also Volt. Die Lösung. U ist gleich R mal I. U ist gleich 15, also für R setzen wir 15 Ohm ein, mal I 0,2 Ampere. 0,2 Ampere. Da Ohm, wie wir oben schon kennengelernt haben, V durch A ist, können wir das auch so schreiben. U ist gleich 15 Volt durch Ampere mal 0,2 Ampere. Dann tippen wir das im Taschenrechner ein. 15 mal 0,2. Rauskommt 3. 3. Was passiert mit den Einheiten? Wie man hier sieht, kürze ich A weg. Übrig bleibt Volt. Das ist auch die Einheit von der Spannung. Und das war's. Viel Spaß beim Nachmachen und ciao.